Ja, willkommen. Diesmal geht es bei meinem kleinen Linux-Gadget-Hardware-Test um dieses kleine Gerät. Und wie klein das tatsächlich ist, das möchte ich euch zuallererst mal zeigen. Um so ein bisschen mal die Größe zu verdeutlichen, hier sehen wir das Smartphone neben einer handelsüblichen Maus, einer handelsüblichen PC-Maus und einer handelsüblichen Mac-Maus. Und vielleicht lege ich es nochmal daneben, neben einer handelsüblichen 15 Zoll Tastatur eines 15 Zoll Notebooks. Und da sehen wir, das Teil ist schon ganz schön klein. Und hier haben wir jetzt eine handelsübliche Hand. Und ich nehme das Ganze mal in die Hand. Und ihr seht, wenn ich das so in der Hand habe, ich kann es also quasi fast umfassen. Und kann dann hier wunderbar auch die Knöpfe erreichen, die das Gerät hat. Ja, wie ihr nun gesehen habt, das ist ein sehr, sehr kleines Handy. Es handelt sich bei diesem Handy um ein Smartphone von Palm, nämlich dem Palm Pixie Plus, das mit dem mit einer Besonderheit ausgestattet ist, nämlich einem Linux-basierten Web-OS-Betriebssystem. Und das ist anders als Android ein Linux-System, was viel mehr tatsächlich auf Linux aufsetzt, was also auch die GNU Userland Tools benutzt teilweise und aber mit einer proprietären Oberfläche daherkommt. So sieht das ganze Telefon aus, ihr habt es ja schon mal gesehen. Ich werde es euch nochmal kurz zeigen, was es hier für Anschlüsse gibt. Ihr seht auf der Seite erstmal nichts an Anschlussmöglichkeiten. Von hinten sehen wir hier eine gummierte Oberfläche mit der Palm-Aufschrift drauf, eine Kamera mit einem LED-Blitz. Die Kamera löst mit 2 Megapixeln nur auf, das heißt, erwartet nicht viel gute Bilder damit. Also für kurze Schnappschüsse reicht das gerade noch so. Ansonsten sind die Aufnahmen doch eher mau und sollte man nicht benutzen. Viel besser dagegen ist der Sound. Hier sehen wir die 2 Buchsen, die für Stereo-Sound sorgen. Dann auf der anderen Seite haben wir eine Wippe. Hier Wipptasten für die Lautstärke. Es steht kein Plus und kein Minus drauf irgendwie. Das heißt, man kann nicht rausfinden, was ist. Aber es ist natürlich klar, oben ist Plus und unten ist Minus. Dann gibt es hier so einen kleinen Umschalter, so einen Umschaltknopf, den man von oben nach unten schalten kann. Und was das Teil macht, das seht ihr jetzt hier auch, im Grunde genommen auf dem Login-Screen eventuell, es schaltet von dem Stummzustand in den Klingeltonzustand. Oder andersherum. Das heißt, falls ihr kurz mal irgendwo hingehen müsst, wo ihr dann oder eine Prüfung schreibt oder was und müsst das Handy stumm schalten, dann könnt ihr das ja einfach mit einem Hebel machen. Ihr müsst nicht ins Menü rein. Was eine tolle Sache ist, weil man es ja auch gerade mal, wenn man in der Prüfung sitzt und gemerkt hat, ach verdammt, ich habe vergessen, mein Handy auszuschalten und man will das Handy nicht rausholen, weil das wäre ja schon ein Grund, um jemanden aus der Prüfung rauszuwerfen, kann man einfach diesen Nippel hier, würde ich mal sagen, umschalten, dann vibriert das Handy kurz und sagt, dass es jetzt in den Ruhezustand gegangen ist, in den Lautloszustand gegangen ist. Ich schalte das mal wieder zurück. Dann sehen wir auch kurz, das Handy geht an und zeigt uns hier, dass die Lautstärke wieder an ist. Es gibt also in dem Fall kein Vibrationssignal dafür. Wir sehen hier auf dem Handy, dass neben dem Display, was berührungsempfindlich ist und etwas dreckig, dass es dort auch eine Querztastatur gibt hier unten. Und diese Querztastatur, ja, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Ich möchte eigentlich näher dran gehen, aber ich weiß, es wird langsam etwas unscharf, weil ich habe leider keine Makroaufnahme in dieser Videokamera. Ich will es vielleicht so von der Seite mal ein bisschen zeigen. Die Tasten sind so ein bisschen angehoben, sodass, wenn man die von vorne sieht, wirken die recht klein. Aber dadurch, dass sie so ein bisschen angehoben sind und etwas rundlich, merkt man, dass beim Tippen relativ schnell, welche Taste man tatsächlich auch trifft. Das heißt, wenn man weiß, wo die Tasten liegen natürlich. Also man muss sich so ein bisschen eingewöhnen, aber man kann doch relativ schnell tippen. Mit 2 Daumen habe ich kein Problem. Hier einen Daumen, da den anderen Daumen. Das geht wunderbar, ohne Probleme damit zu tippen. Man muss sich allerdings eingewöhnen und die Leute, die halt wenig von der Querztastatur Ahnung haben, für die wird es dann etwas schwierig sein. Gut, schauen wir uns nochmal was anderes an. Von der Seite hier neben den Wipptasten haben wir hier unten noch eine kleine Klappe. Da befindet sich der Mini-USB-Anschluss. Ich hoffe, man sieht das so ein bisschen. So, da. Der Mini-USB-Anschluss also. Das
weiter weg, damit es scharf ist, hoffe ich. Der Mini-USB-Anschluss, worüber man dann auch ein paar Geräte anschließen kann. Dazu komme ich auch gleich nochmal. Und gleich werde ich euch auch noch zeigen, wie das ganze Gerät dann auch eingeschaltet wird natürlich. Kommen wir kurz nochmal hier oben dazu. Hier haben wir eine 3,5 mm Klinkenstecker und hier an der Seite sieht man so ein bisschen, das ist der An- und Ausschaltknopf, der auch für Standby gilt. Das heißt, klicke ich da drauf, kriege ich hier diesen Lockscreen und muss dann mich anmelden quasi. Kommen wir zum Zubehör. Ich packe das Ganze mal hier aus. Ihr seht, das ist hier so eine durchsichtige Folie, wo dann die Daten nochmal draufstehen. Hier steht auch der Inhalt drauf. Ich kann es kurz mal vorlesen. Palm Pixie Plus Telefon, Lithium-Ionen, Standard-Akku, Ladekabel, Stereo-Kopfhörer, Micro-USB-Datenkabel, Handbuch, erste Schritte und Garantieheft sind drin. Das Gerät wird ja, recht toll verpackt, sagen wir mal. Also recht kompakt verpackt. Hier befindet sich normalerweise das Gerät, also so liegt es drin. Natürlich mit Folie noch ein bisschen überdeckt hier. Ich kann es hier rausholen. Das ist auch hier kein richtiges Plastik, kein so Folienplastik, sondern das ist richtig hartes Plastik. Das heißt, das kann man auch als Schale irgendwie verwenden, um das Gerät reinzulegen, einfach so. Ich könnte mir also einen Ständer vorstellen, wo ich das Gerät reinstecken kann. Irgendwie hier sind Löcher auch noch, das heißt, hier kann man theoretisch auch Datenkabel oder sowas rausschieben. Also das, da muss ich nochmal schauen, auf was man damit machen kann. Hier jetzt ja, so eine kleine Folie, das erste Schritte Handbuch des Palm Pixie Plus. Und jetzt hier das Zubehör im Grunde genommen. Dazu gehören natürlich einmal die obligatorischen Kopfhörer, die sehr guten Sound liefern, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann kommt ein ja, europäischer Standardnorm Stromanschlussstecker daher, der für diesen Apparat hier zuständig ist. Das kann ich auch mal zeigen. Steht ganz groß noch Palm drauf. Das ist quasi, hier wird es reingesteckt, das ist quasi der Stecker für das Aufladen des Gerätes. Hier seht ihr einen ganz normalen USB-Steckplatz. Und das ist, glaube ich, das Besondere an diesem Gerät, beziehungsweise eine super Ausstattung, weil damit kann man nicht nur das Gerät selber aufladen, sondern auch andere USB-Geräte oder andere Geräte, die sich über USB aufladen lassen, lassen sich natürlich mit dieser Kombination wunderbar aufladen. Das gilt für alle Handys im Grunde genommen, die einen Micro-USB-Anschluss haben oder die über USB an den Computer angeschlossen werden können. Die können jetzt auch mit diesen Geräten aufgeladen werden, was eine super Sache ist, wie ich finde. Dann kommt natürlich das Ladekabel hinzu. Also das normale, ganz normale Micro-USB auf USB-Adapter im Grunde genommen. Und das wird natürlich auch für die Datenübertragung benutzt. Das Gerät wird natürlich, wie man es von solchen Linux-Telefonen im Grunde genommen kennt, als handelsüblicher Datenträger auch unter Linux erkannt. Also da ist keinerlei Probleme. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit im Menü, das Ganze auch als Gerät, als MTP, als Multimedia-Transfer-Protokoll-Gerät zu aktivieren und dann auch die Möglichkeit, ein bisschen was versteckt, für die Leute, die das über iTunes synchronisieren wollen, das Ganze dann auch zu synchronisieren. Das war es im Grunde genommen, da ist noch ein Garantieschein drin und das ist dann im Grunde genommen die Ausstattung des kleinen Palm Pixie Plus, die doch relativ ordentlich ist für den Preis, den das Gerät dann tatsächlich kostet. Und dazu möchte ich dann auch noch mal kurz kommen. Das Gerät kostet tatsächlich momentan, weil ja eben das schon was älter ist, muss man ganz ehrlich sagen, und weil es Palm ja nicht mehr gibt, die Firma, und HP ja jetzt im Grunde genommen auch die WebOS-Geräte so ein bisschen aufgegeben hat, also zumindest die Hardware, da kostet das Gerät momentan unter 90 Euro und das ist ein Smartphone, muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist dann doch schon der Hammer, muss man sagen, denn wenn man vergleichbare Geräte, die auch so, sagen wir mal, an die 100 Euro kosten von Android, so ein bisschen damit vergleicht, dann ist da mehr Crap, also mehr Schrott im Grunde genommen drin, als wenn man das jetzt mit diesem Palm Pixie Plus ein bisschen vergleicht. Gut, ich stelle das mal weg und will euch jetzt mal so ein bisschen was präsentieren von dem kleinen Gerät hier. Mit da drauf sehen wir hier zunächst einmal die Oberfläche. Wenn ich hier das Gerät anschalte, dann erscheint hier das ganz normale Screen zum Anlocken. Ist WebOS 1.4.5, eine ältere Version von WebOS. Das ganze Gerät lässt sich ganz, ganz einfach mit Gesten bedienen. Hier ist so eine Gestensteuerung über der Tastatur. Ihr habt euch vielleicht gewundert, was dieser schwarze, dicke Balken soll. Das heißt, hier kann ich einfach drüber swipen
kann dann zum Beispiel mein Menü aufrufen oder wenn ich jetzt ein Programm aufrufe, wie zum Beispiel YouTube, habe ich die Möglichkeit, ihr seht, es wird sogar hier eingeblendet. Gerade meldet es mir, dass ich keinen WLAN aktiviert habe. Das wollen wir mal verwerfen. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, jede Applikation über diesen Gestenbereich zu verkleinern. Dazu wird hier, ihr seht, dieser Gestenbereich hat jetzt auch hier so eine kleine Einblendung. Dann kann ich das einfach so machen, dann wird es verkleinert. Jetzt kann ich zu einer anderen Applikation einfach wechseln, indem ich hier das Menü aufrufe und eine andere Applikation aufrufe. Oder von diesen Quick-Start-Elementen eines anklicke. Da gibt es einmal Telefonfunktion, natürlich dann eine Kontaktfunktion, E-Mail-Funktion, Kalenderfunktion. Da gibt es natürlich viele Menge mehr Sachen. Das Programm schließen mache ich über so ein Swipe nach oben. Das ist also sehr, sehr einfach zu bedienen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn man das vergleicht mit einer Android-Bedienung, ich habe es ja mal meiner Mutter vorgelegt, denn dafür habe ich das Telefon eigentlich geholt und habe dann den direkten Vergleich. Was kann sie besser bedienen? Hier dieses WebOS-System oder dieses Android-System? Und nach einem Tag probieren mit beiden, hat sie gesagt, das hier gefällt ihr besser, das ist viel einfacher zu bedienen. Das ist schon mal eine Aussage, muss man ganz ehrlich sagen. Also, und für den Preis, also unter 90, unter 80 Euro sogar teilweise, so ein Telefon, so ein Smartphone zu bekommen, ist schon eine ganze Menge. Denn wir können jetzt mal das WLAN anmachen. Es geht hier oben einfach mal auf diese Statusleiste klicken. Dann auf WLAN klicken, WLAN einschalten. Falls ihr dann schon WLAN eingerichtet habt, wird dann automatisch dazu sich verbunden. Das wird gerade gemacht. Und Verbindung ist hergestellt. Und jetzt kann ich einfach auch hier den Browser mal aufrufen und ins Internet surfen. Und das klappt auch relativ schnell. Ihr seht, Programme werden gestartet mit so einem kleinen Überblendung. Das ist ein sehr guter Trick, um die etwas trägere Startzeit so ein bisschen zu überbrücken. Man muss aber ganz ehrlich sagen, das war doch nicht so träge, oder? Also ich fand das doch relativ schnell. Und jetzt kann ich einfach mal eine Webseite aufrufen, wie zum Beispiel die, ja, was habe ich denn letztens aufgerufen, diese Palm Pre Webseite. Und ihr seht übrigens unten, das ist auch nett, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, da ist jetzt gerade eine E-Mail angekommen, eine neue E-Mail. Und das wird hier, das Bild wird quasi ein bisschen was verkleinert und unten rechts wird mir so ein E-Mail-Symbol angezeigt. Ich kann dann hier mal draufklicken, wird mir hier unten das größer angezeigt, der Betreff und wer jetzt diese E-Mail gesendet hat. Und wenn ich die mir jetzt anschauen möchte, kann ich da einfach draufklicken und komme dann automatisch zum E-Mail-Programm. Ihr seht, dann wird eine zweite Karteikarte geöffnet. Also echtes Multitasking beherrscht dieses Telefon auch und wie ich finde, etwas glücklicher gelungen als bei Android. Und jetzt kann ich mir einfach die E-Mail durchlesen. Ihr seht, das geht relativ flüssig. Ich habe auch die Möglichkeit, weil das jetzt etwas klein ist, auch reinzuzoomen. Das geht auch mit zwei Fingern. Das heißt, Multitouch wird hier unterstützt. Ihr seht, mit zwei Fingern kann ich reinzoomen und mir jetzt diesen Prospekt, Werbeprospekt anschauen. Zum Zurückgehen kann ich das kleiner machen und wieder zurück zu meinem Webbrowser gehen. Der hat mittlerweile die Webseite geladen. Hier geht das natürlich auch, dass ich hier mit einem Doppelklick oder kleiner, größer was verschieben kann. Das ist eine mobile Webseite, da ist ein bisschen was blöd gemacht. Aber Multigesten, Multitouch-Gesten funktionieren also auch. Und ich kann natürlich das Programm dann auch hier einfach schließen. Webbrowser das schließen. Geht ohne Probleme. Das so also ein bisschen so ein Einblick zur Software. Mitgeliefert wird natürlich auch, wir hören jetzt gerade ein Signal hinten, ist wieder eine E-Mail angekommen, diesmal am anderen Handy. Das stelle ich euch auch erstmal vor, später. Das ist ein N900. Könnt ihr auch drauf gespannt sein. Also bei diesem Telefon mitgeliefert ist natürlich auch ein Media Player, der kann die handelsüblichen Videos abspielen. YouTube Player habe ich euch gezeigt, Flash wird nicht ausgeliefert und wird auch nicht unterstützt. Allerdings werden YouTube Links automatisch auf den YouTube Player umgeleitet. Das geht auch mit Embedded YouTube Videosachen. Jedenfalls habe ich das bisher so erfahren. Dann ein E-Mail Client gibt es auch, der klappt auch wunderbar. Ihr habt gerade gesehen, ich habe eine E-Mail bekommen, wunderbar. Zum Anzeigen, Kalenderfunktion, lässt sich auch alles synchronisieren. Es gibt eine Palm-eigene oder HP-eigene Synchronisationsdienst und man muss auch einen Account erstellen. Das ist, glaube ich, der einzige Nachteil von dem Handy. Man muss einen Palm-Account erstellen und das Interessante dabei ist, man muss, wenn man diesen Palm-Account erstellt, braucht man eine Datenverbindung. Das geht nicht übers WLAN, weil das einfach nicht einstellbar ist, wenn man das Gerät zum ersten Mal einstellt oder anschaltet. Sondern man muss dann tatsächlich über die Datenverbindung des Handys, des Mobilfunkbetreibers gehen. Und deshalb empfehle ich euch, zumindest eine Karte dann einzustecken, die dann tatsächlich auch so einen Datentarif hat, damit ihr nicht zu viel dafür bezahlt. Jetzt ist das Gerät ausgegangen. Ihr seht, es gibt auch eine kurze
ganz normale ja, Standby-Gerät ausschalte. Und ja, das also zur Software von dem Gerät. Kurz zur Hardware vom Gerät. Es steckt ein 600 MHz ARM-Prozessor drin, der doch sehr leistungsstark ist. Ihr habt gesehen, das Websurfen und Arbeiten mit mehreren Programmen funktioniert wunderbar. Spiele kann ich auch spielen. Ich zeige euch mal, ich hab's installiert. Angry Birds zum Beispiel Rio oder was ist ein Angry Birds Season in dem Fall, kann ich ganz einfach draufklicken und das dann starten. Und es läuft sehr flüssig, muss man ganz ehrlich sagen. Es lädt jetzt gerade. Es läuft sehr flüssig. Wenn ich das mal vergleiche mit meinem Android-Phone, das Galaxy i7500, das auch den gleichen Prozessor im Grunde genommen drin hat, also auch ein 600 MHz ARM-Prozessor, mag jetzt ein anderer Typ sein, aber das, was das Gerät, glaube ich, so furchtbar schnell macht, ist, dass, ihr hört jetzt die Musik im Hintergrund, ist, dass hier 256 MB RAM verbaut sind. Das merkt man auch, das ist wirklich für die Preisklasse ist das ein sehr, sehr ordentliches Smartphone. Und ja, wollen wir mal hier die Winter-Edition spielen. Ihr seht, oder vielleicht auch nicht. Ich kann jetzt hier rumscrollen, das läuft relativ flüssig, sehe dann alles und kann dann auch, wenn ich jetzt richtig schaue, treffen. Oder auch nicht. Kann dann natürlich wie bei jeder Applikation einfach hier diesen Gestenbereich anklicken. Das Spiel wird automatisch pausiert, kleiner gemacht. Ich kann das dann jetzt einfach beenden. Das ist also auch eine tolle Sache. Ich habe noch ein paar zusätzliche Programme installiert. Es gibt einige Apps, die man natürlich auch installieren kann. Dazu gehören natürlich die ganz normalen Weather-Apps, Piano-Apps, Apps zum Übersetzen. Also da gibt es eine ganze Menge Apps. Einige kosten auch was, andere wiederum nicht. OpenStreetMap-App gibt es auch. Trapster für Verkehrsstau-Informationen gibt es auch. Google Maps gibt es hier. Fotos, Musik und so weiter und so fort. Also eine ganze Menge an Programmen gibt es hier auch. Nicht so viele wie bei Android und auch von der Qualität her vielleicht nicht immer alle so gut, allerdings ist das dann doch schon sehr solide, würde ich mal sagen. Und für alle die Leute, die im Smartphone-Markt bisher nichts anfangen konnten, die sich ein Smartphone jetzt besorgen wollen, das hier ist nicht nur eines der billigsten Geräte, sondern auch eines wirklich, das sehr, sehr gut ist und das mit dem Betriebssystem WebOS doch tatsächlich viel, eine ganze Menge machen kann. Und das vor allen Dingen dann auch dadurch, dass das so günstig ist, doch eine ganze Menge rausholen kann. Und natürlich für die Leute, die mal so ein Linux testen wollen, ihr habt auch die Möglichkeit, hier Homebrew-Apps drauf zu installieren, ein Terminal drauf zu installieren, Linux-Apps drauf zu installieren, ein bisschen rumzuhacken. Das geht auch ohne Probleme. Da muss man sich natürlich ein bisschen reindenken. Das heißt, man muss da kurz das Gerät booten. Das geht nicht so einfach wie mit anderen Geräten, wie dem N900 zum Beispiel, wo man einfach nur die Terminal-Applikation finden muss. Sondern hier ist das ein bisschen was komplizierter. Allerdings, es lohnt sich tatsächlich, man kriegt viel, viel mehr Apps noch dazu und man kann eine ganze Menge damit rumexperimentieren und vielleicht als Zweittelefon, als Zweitsmartphone macht das auch eine ganze Menge Sinn. Und eine Besonderheit, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, falls ihr einen UMTS-Vertrag habt und eine Datenflatrate habt, könnt ihr mit dem Gerät tatsächlich auch bis zu 5 mobile Geräte über WLAN einfach die Datenverbindung nutzen lassen. Das heißt, ein mobiler Hotspot ist hier auch drin und dann könnt ihr das Ganze dann auch austesten und ausprobieren. Das funktioniert wunderbar. Das also meine kleine Vorstellung zum Palm Pixie Plus und ein sehr, sehr gutes, günstiges Gerät. Kann ich euch nur empfehlen, das zu holen, falls ihr gerade liebäugelt damit, euch vielleicht ein Android zu holen für diesen günstigen Preis. Dann würde ich euch doch mal doch tatsächlich empfehlen, vielleicht mal das Palm Pixie Plus mal anzuschauen, vielleicht mal auszuprobieren, anzutesten. Könnt ihr das ja einfach mal bestellen und dann innerhalb von 14 Tagen zurückschicken, falls euch das nicht gefällt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin davon begeistert und kann es euch nur empfehlen. Das Palm Pixie Plus.